Ja, hallo lieber David. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen als einen der Pioniere der Arbeit mit Webinaren. Wir sind ja selber auch seit 2015 mit den Web-Talks online, aber du hast natürlich längere und auch noch intensivere, fast möchte ich sagen, ausschließlich in den letzten Jahren diese fokussierte Webinar-Erfahrung. Und deswegen möchte ich einfach wirklich auch zum Ausdruck bringen, ich kann es sehr, sehr schätzen, dass du hier deine Erfahrungen mit uns teilst. Sehr gerne. Und ich darf dir einfach ein paar Fragen stellen und wir kommen, denke ich, einfach so lose ins Gespräch drüber. Was ist eigentlich auch wichtig, wenn ich jetzt als Bildungsanbieter mich dafür entschieden habe, mit Webinaren zu arbeiten? Was sollte ich mir denn da überlegen auf Ebene von Infrastruktur einerseits und auf Ebene des Personals? Und da denke ich, wir beginnen mit der Ebene der Infrastruktur. Und ich bleibe da im ersten Schritt mit meiner ersten Frage nochmal. Beim physischen Raum, weil Webinare finden ja auf Seiten eines Anbieters zunächst einmal auch in einem physischen Raum des Anbieters statt. Und du hast da bestimmt ein paar Tipps. Was sollte man da mit bedenken? Wie sollte denn oder könnte denn dieser Raum idealerweise ausschauen? Also vielleicht das Erste ist natürlich klar, es gibt üblicherweise einen Bildungsanbieter, der Webinare dann veranstaltet, aber die Webinartrainerinnen und Trainer, die können natürlich zu Hause sein und müssen nicht unbedingt vor Ort einen Raum haben. Also das heißt, man richtet sich irgendwie das Homeoffice gemütlich ein. Ich meine, nicht schlecht ist natürlich halbwegs gutes Licht. Den Hintergrund kann man natürlich auch irgendwie angenehm gestalten. Aber vielleicht lustig ist auch noch zum Hintergrund, man kann sogar einen virtuellen Hintergrund auswählen. Das heißt, wenn mein Büro mal nicht aufgeräumt sein sollte, was vorkommt, dann kann ich mich vor einen beliebigen Hintergrund begeben. Das ist eine ganz lustige Funktion von Zoom. Ja, sonst ist natürlich wichtig an Hardware ein gutes Headset, ja, gutes Mikrofon. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ausführungen. Man kann auch so ein Mikrofon verwenden, an diesem Mikrofonarm. Das klingt auch gut. Eine halbwegs gute Webcam und natürlich ganz wichtig, stabile Internetleitung, nach Möglichkeit kein WLAN, sondern eine fixe Verkabelung, ein halbwegs aktueller Computer und dann, glaube ich, dann hat man die Hardware. Wunderbar, du bist jetzt sozusagen vom physischen Raum auch schon in den digitalen Raum gehüpft und hast ein bisschen so an Hardware-Anforderungen Dinge skizziert. Du hast dieses Mikro hergezeigt und ich weiß von dir, dass du üblicherweise sagst, man sollte lieber Funkmikro verwenden, weil man damit näher an den Sprechenden ist. Nicht Funkmikro, weil man näher dran ist, sondern auf jeden Fall mal Headset, Genau. wo man nah dran ist. In dem Fall ist es ein Funkmikrofon und das bietet mir nochmal Bewegungsfreiheit. Also ich kann vielleicht im Raum rumlaufen und irgendwas zeigen, aber wenn ich etwas zeigen würde, dann sollte ich auch die andere Kamera verwenden, die hat nämlich so eine Weitwinkellinse und da könnte ich jetzt auch irgendwie auf einem Whiteboard arbeiten. Ja, die Kamera, die ich hier verwende, hat noch den Vorteil, dass sie mich einfängt. Ja, und über das Funkmikro bin ich eben überall im Raum, ganz egal, wohin ich mich bewege, bin ich gut zu hören. Wunderbar. Also wir kriegen da jetzt schon eine Präsentation von High-End-Equipment, weil wir natürlich bei dir sozusagen in einem wunderbar ausgestatteten Studio sind. Wenn ich jetzt so an die Basics denke und an Anbieter, die damit beginnen, mit Webinaren arbeiten zu wollen, ja, die würden dann, hast du gesagt, ein Mikro mal brauchen, Headset brauchen, ja, Funkmikro eigentlich nur, wenn ich mich bewegen möchte, ja. Dann hast du gemeint, halbwegs schnellen Computer und eine stabile Internetleitung. Diesen Punkt würde ich gern kurz vertiefen mit der stabilen Internetleitung. Wahrscheinlich geht es besser um LAN als um WLAN. Also wahrscheinlich wäre es besser, ich würde sozusagen an einem Kabel hängen.
Ja, also Kabel ist immer störungsfreier und WLAN ist insbesondere dann ein Risiko, wenn man weit weg ist vom WLAN-Hotspot, dann kommt es irgendwann mal zu Genau, Unterbrechungen. kommt zu Unterbrechungen, ja. Und wenn wir schon bei der Internetleitung sind, es kann ja immer wieder mal was passieren mit der Leitung, ja. Sie kann ruckeln, auf Anbieterseite kann es Probleme geben. Und wir alle haben schon erlebt, denke ich, so Probleme mit der Leitung während eines gut gefüllten Webinars. Was kann man denn da machen als Backup-Lösung? Was würdest du denn da empfehlen? Das Einfachste ist ein Smartphone, weil man eben auch wunderbar mit Smartphone, also zumindest die Software Zoom, die wir gerade nutzen, verwenden kann. Und auf dem Smartphone hat man ja normalerweise auch nochmal einen unabhängigen Internetzugang, vielleicht nicht mit unbeschränktem Volumen, aber das genügt immerhin, um das Webinar oder Videomeeting weiterzuführen. Genau. Diese Möglichkeiten habe ich ja auch bei Adobe Connect mit der Version fürs Mobilgerät. Und ich würde mich dafür von Beginn an als zweiter Veranstalter anmelden. Und auf die Weise wäre ein Veranstalter immer online, auch wenn es und Genau, könnte die Veranstaltung aufrechterhalten und weiterführen, kann auch man wenn es das machen. Problem mit einer Leitung Kann man gibt. Gell? machen. Wobei Genau. der Start eigentlich super schnell ist. Ich kann das ja mal kurz starten. Also wirklich hier ein zwei Klicks und dann. Und schon bist du als zweiter Veranstalter bei uns. Jetzt kriegen wir halt eine Schleife rein. Genau, jetzt habe ich den Ton nochmal Genau. beendet, aber jetzt sieht man auch schon. Wunderbar, wie einfach das geht, gell? Einfach mit dem Handy eine Backup-Lösung zu erzeugen, damit das Webinar nicht zusammenbricht, falls man ein Problem mit einer Leitung kriegen würde. Wunderbar. Ja, gut. Das heißt, Smartphone ist sowieso günstig als Backup-Lösung und vielleicht günstig, es zusätzlich zu verwenden, weil mit dem Smartphone bin ich halt auch mobiler, wenn ich irgendwo was zeigen möchte, was in der Nähe wäre oder was im Raum wäre, Ja, habe ich einfach die Mobilität auch genau. dabei. Also eine interessante Option bei Zoom ist, dass man auch das Smartphone, den Smartphone-Bildschirm freigeben kann Ah, im das ist schön, ja. Zoom-Meeting und darüber ist es dann sehr einfach möglich, noch was zu zeigen. Ich kann das ja kurz tun. Da ist es auch schon. Ah, sehr schön. Und dann sieht man das Smartphone und ich kann auch die Kamera freigeben und dann zum Beispiel, genau, das ist zum Beispiel hier meine Funk-Mikrostation. Also man kann solche Dinge sehr gut zeigen. Wunderbar. Sehr gut, vielen Dank. Damit kriegen wir auch schon ein bisschen einen Einblick, wie das funktionieren kann mit diesem Follow Me, nennen wir das gern, dieses Follow Me-Format. Ja. Also ich kann ja eigentlich, wenn ich mich per Smartphone als Host sozusagen ein Meeting veranstalte, dann kann ich ja irgendwo sein eigentlich. Also ich kann durch ein Museum gehen, ich kann durch den Wald gehen, ich kann eigentlich alles machen, ich kann eine Bibliotheksführung machen und das Ja. wird so ganz einfach möglich. Ne? Genau. Du hast vorher noch kurz gesprochen vom Headset und hast du da einen Tipp, welche Headsets man verwenden sollte? Ich höre da immer wieder und wir sagen auch immer wieder, wir nehmen lieber die mit dem USB-Anschluss Ja. als mit der Klinke. Würdest du Ja. das bestätigen? Ja, genau, weil also USB funktioniert eigentlich immer. Das mit dem Klinkenanschluss ist das Problem, da hat man meistens die zwei Stecker. Und Ja. dann haben die Rechner aber nur den Ausgang oder den Eingang, Genau. also irgendwas funktioniert dann meistens nicht. Genau, Das wird genau. immer kompliziert. Genau. Ja. Und jetzt hast du natürlich diese wunderbare Ausstattung da hier vor Ort. Wenn man aber jetzt so an sagen wir mal, typisch ausgestaltetes Bildungshaus denkt, ja, was man dort auch schnell mal vor Ort hat, natürlich ist ein Beamer. Man könnte die externe Kamera problemlos irgendwo dazu hängen. Ja, also man muss ja jetzt nicht die integrierte Kamera von einem Laptop verwenden, sondern eine externe Kamera. Und wenn man sich jetzt auch noch ein Tischmikro besorgen würde, ja, Tischmikro, dann hat man gleich viel mehr Möglichkeiten. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben,
in die zusätzlichen Möglichkeiten, die man gewinnen kann, wenn man sich jetzt, sagen wir, die kleine Investition in ein Tischmikro und eine externe Cam leistet. Genau, also dann wird es zum Beispiel möglich, Präsenzworkshops ins Internet zu übertragen und auch noch dazu die Interaktion zu gewährleisten. Das heißt, dass man einfach die eigenen Bildungsaktivitäten doch deutlich erweitern kann. Vielleicht zeige ich ein Bild aus so einem Workshop. Das war in der Stadtbibliothek in Salzburg ein Webinar über Kurrentschrift. Und das war also einerseits irgendwie ein Präsenzworkshop, aber hier sieht man schon Mikrofon und Lautsprecher und Kamera. Und auf dem nächsten Bild sieht man auch Teilnehmende, die online dabei waren. Und wir haben also hier gemeinsam Kurrentschrift lesen geübt in diesem gemischten Format. Kommen wir vielleicht jetzt zu ein paar Fragen rund um die Software. Es gibt ja eine Reihe von guten Technologien, die auch schon leistbare Lizenzen anbieten. Für den Bildungsbereich ist man, glaube ich, so ab 15 € im Monat oder so schon potenziell dabei bei einer Videokonferenztechnologie. Ich zähle einfach auf, was mir jetzt so geläufig ist, also Zoom und Adobe Connect haben wir ja in Verwendung, EduDeep, BigBlueButton, auch Webex, GoToMeeting haben wir auch ein bisschen Erfahrungen, aber es gibt neben diesen noch andere. Worauf müsste man denn achten oder was wäre denn mit zu bedenken, wenn man sich für ein solches System entscheiden möchte, David? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Faktoren. Das ist genauso wie wenn man sich ein neues Fahrrad kaufen will oder so. Aber wahrscheinlich noch wesentlich komplexer hier. Also da ist einmal natürlich die Usability, ja, oder wie ist das insgesamt Bedienkonzept und was hat man für ein Gefühl bei der Nutzung? Und jede Software erzeugt da eine andere Atmosphäre. Ja, aber dann ist es natürlich auch Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit des Systems. Also es gibt manche Systeme, da hat man das Gefühl, dass es ein paar Sekunden dauert, bis die Sprache übertragen ist oder der Bildschirm übertragen ist. Und dann gibt es Systeme, die sind wesentlich schneller. Und das wirkt sich natürlich aus auf die Kommunikationssituation und auf das Dialogische und Interaktive. Ja, und dann ist natürlich auch der Preis eine Frage. Also es gibt Systeme, die sind im unteren zweistelligen Bereich pro Monat. Und dann gibt es aber auch Systeme, die kosten ein paar hundert Euro im Jahr. Also die Entscheidung ist nicht ganz einfach, weil es eben der Markt sehr, sehr vielfältig ist. Ja. Du sagst aber dieses Look and Feel, also so dieses Raumgefühl, das ein Stück weit da erzeugt wird oder o Gefühl für die Ordnung oder für die Nähe, Distanz, für das Ja. Setting ist sehr entscheidend. Und mir fällt dazu ein, dass man ja in sehr unterschiedlichen, also auch in unterschiedlichen Bildungsbereichen oder Segmenten der Erwachsenenbildung unterschiedliche Schwerpunkte setzt vielleicht. Also es mag vielleicht Settings geben, wo man eher so Instruktionen oder vortragsartige Situationen andenkt, wo man dann zwar diskutiert, aber wo so eine Content-Vermittlung im Vordergrund steht. Und in anderen Einrichtungen mag es stark diesen Fokus geben, dass man so auf Augenhöhe in Workshops diskutiert. Also das sind schon unterschiedliche Ausrichtungen ein bisschen. Und je nachdem, was ich vor allem vorhabe, will ich vor allem sozusagen anleitend in Webinaren arbeiten oder will ich vor allem Meetings nutzen, Videokonferenztechnologie für Treffen verwenden. Da gibt es schon große Unterschiede. Also da gibt es so Systeme, die begünstigen das eine mehr oder das andere mehr. Nicht? Also Ja, da kann man schon sich ein Stück leiten lassen in der ganz. Entscheidung. Ganz grundsätzlich denke ich aber, dass es sinnvoll ist, wenn man live zusammenkommt, also zur gleichen Zeit zusammenkommt,
dass es dann auch Interaktion gibt. Also wenn das Ganze eher instruktiv sein soll, dann kann man ja auch vorher Videos schicken oder einen Text schicken, den man dann lesen oder das Video anschauen kann. Und dann kommt man zusammen zur gleichen Zeit und kann dann diskutieren darüber oder was ausprobieren. Genau, das kann man auch machen, dass man sozusagen flippt und den reinen Content im Video überantwortet. Genau, das sind ja gute Möglichkeiten, die wir da haben. Die sind vielfältig, ja. Genau. Also du sagst schon, also die Interaktion gehört zu den Grundfunktionen. Da sollte man sich gut anschauen, wie unterstützt das Tool die Interaktion. Ich denke, was auch zu den Standardfunktionen gehört, ist wahrscheinlich das Screensharing. Das, was wir gerade vorhin gemacht haben. Ne? Das gehört auch dazu und da muss man sich auf jeden Fall gut anschauen, wie funktioniert in diesem System das Screensharing. Und sowas wie Chat und Umfragetools gehört wahrscheinlich auch zu den Standardfunktionen, die gut funktionieren sollten. Genau, also Screensharing ist so das Wichtigste an multimedialer Vermittlungsmöglichkeit. Und auch interessant, dass üblicherweise alle Teilnehmenden die Möglichkeit haben, den eigenen Bildschirm zu teilen. Da kann man dann Präsentationen zeigen oder auch Videos zeigen. Dann natürlich Chat ist klar, hat auch jedes System. Das heißt, da kann eine parallele Kommunikationsebene eingezogen werden oder man kann dann dort sehr, sehr einfach und schnell jederzeit auch Fragen stellen. Dann hat üblicherweise auch jedes System Whiteboard, wo man also gemeinsames Brainstorming zum Beispiel machen kann. Genau, das haben diese Systeme alle, gell? Wir haben vor kurzem nochmal einen Vergleich gemacht auch und haben festgestellt, dass die teureren Systeme, sage ich mal, dann eben auch Buchungssysteme dabei haben und die Möglichkeit, ein Branding vorzunehmen. Wobei Branding ist auch schon beim Zoom Pro möglich. Ne? Also, aber dass es recht große Unterschiede gibt bezüglich der Anzahl der Moderatoren, die man berechtigen kann oder auch, ob man eben parallele Webinare veranstalten kann und für wie viele Personen. Also da ist man eher mit den High-End, mit den teureren Produkten dann weiter vorn dabei, wenn man mit mehreren Personen, mehreren Moderatoren und großen Gruppen eben arbeiten möchte und ein automatisches Buchungssystem dabei haben möchte. Das war so unser Eindruck. Du lächelst. Ja. Hast du da Ideen dazu noch? Die Richtung? Ja, klar. Also ganz generell natürlich, wenn mehr Personen aktiv zum Beispiel Meetings starten sollen, dann wird es ein bisschen teurer, ja. Also bei vielen Systemen ist auch schon in der Basisversion zumindest, dass irgendwie 50 Teilnehmende sind oder 100 oder manchmal sogar auch schon 300 Teilnehmende, die dann auch, also die Teilnehmenden müssen üblicherweise nichts zahlen. Zahlen tut die Lizenz, die veranstalten. Das ist eine wichtige Information, genau. Es entstehen keine Kosten seitens der Teilnehmenden bei diesen Technologien. Genau. Es gibt ja auch immer wieder Vergleiche unterschiedlicher Anbieter, die werden ständig auch abgedatet. Wir werden im Rahmen des eBMOOC unter den Links aktuelle Vergleiche von Webinartechnologien als Service bereitstellen. Dann kann man sich da anschauen, was aktuell gerade am Markt angeboten und verglichen wird. Dann geht es ja auch darum, wie bereitet das Personal darauf vor? Also die Kolleginnen, die Mitarbeiterinnen in einer Einrichtung, die dann solche Veranstaltungen moderieren, stehen damit oft vor einer ganz neuen Herausforderung. Ja. Man muss ja da auch einiges können, lernen, was über das Bedienen der Technologie hinausgeht. Das fängt eigentlich schon dabei an, wie starte ich so ein Webinar? Ja, also finde ich vielleicht einen Icebreaker oder finde ich irgendeine Möglichkeit, alle jetzt hineinzugeleiten in den Online-Raum. Fällt dir da irgendwas ein, was für uns also interessant sein kann? Was man lernen muss, wenn man so ein Webinar selbst dann gestalten will, ist einerseits, also man muss sich vertraut machen mit der Technik und andererseits mit Methoden. Also wie kann man das abwechslungsreich gestalten? Wie schafft man irgendwie Fokussierung, Aufmerksamkeit? Wie bleiben die Teilnehmenden dabei und dass es natürlich auch Spaß macht.
Also wirklich so dieses aktive Einbinden der Personen, ja, also sie hereinholen, hereinlocken vielleicht auch. Du hast vor kurzem mal diese Idee gebracht, alle zeigen am Smartphone ein Bild von irgendwas, was sie gerade vor kurzem gemacht haben und erzählen kurz dazu. Das wäre so in einer kleineren Runde eher also eine nette Form. In einer Ja, größeren Runde wird man wahrscheinlich den Chat brauchen. Oder man zeigt zumindest irgendwas, was auf dem und dann ist vielleicht auf der Tasse irgendein Foto drauf noch vom letzten Okay, und Urlaub schon oder kommt so man irgendwie nett ins und kommt Gespräch. dann, ja, genau. Möglichst ohne Product Placement. Okay, genau. Oder man verwendet den Chat, wenn man es mit einer größeren Gruppe zu tun hat, um alle mal zu bitten, sich kurz vorzustellen und kommt so einmal in die erste Verbindung. Genau. Da ist wohl auch wichtig, dass alle mal die Möglichkeit haben, zuerst zu Wort zu kommen. Oder wenn ich jetzt denke an Adobe Connect zum Beispiel, kann ich eine Frage stellen und alle geben ein Häkchen, wenn sie dabei sind und zustimmen oder wenn man weitergehen kann. Also da gibt es einfach je nach Technologie unterschiedliche Möglichkeiten, dass man eben schnell in eine Interaktion kommt. Gell? Da ist es ja auch wieder so, dass der Online-Raum unterschiedlich gestaltet werden kann. Also zum Beispiel auch PowerPoint-Folien, die man zeigen würde über den Raum online, wieder ein paar eigene Regeln brauchen. Oder dass man zum Beispiel, man kann auch einen Sesselkreis visualisieren. Ne? Also ich kann theoretisch, wenn ich vorher weiß, wer teilnimmt, kann ich auf einem eigenen Bild, einer Folie, einen Teilnehmerkreis mit den Namen visualisieren und in dieser Reihenfolge einfach rundum etwas abfragen und diskutieren. In kleinen Gruppen sind die Möglichkeiten da natürlich größer. Ja, wobei die meisten Online-Meeting-Softwares die Möglichkeit bieten für Breakout-Rooms, also für Kleingruppen. Und dann kann man also auch eine sehr große Gruppe, kann man in beliebig viele Kleingruppen aufteilen und dann, also ich werde 10 Minuten lang zu dritt oder so gearbeitet und kommuniziert. Wunderbar. Im eWeMoG haben wir ja dann dazu auch selber ein Webinar, wo wir das gemeinsam ausprobieren werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mir fällt jetzt noch ein Zitat ein, das ich öfter gehört habe im Kontext von Webinaren. Und zwar: It takes a team to run a webinar. Also besonders bei großen Webinaren, wo man dann schon an die 100 oder mehr Teilnehmende hat, denke ich, dass das wirklich so ist. It takes team to run a webinar. Um welche Rollen geht es denn da dabei? Was würdest du denn meinen? Welche Rollen kann man in so einem Team besetzen? Also welches Team wäre das denn? Ja, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, ein Dreierteam. Eine Person ist zuständig für Input und inhaltliche Gestaltung. Ja, dann eine zweite Person für die Moderation. Das heißt zum Beispiel die Fragen aus dem Chat einbringen oder mal die Vortragenden unterbrechen, wenn es zu lang wird. Und die dritte Rolle könnte sein technischer Support. Also jemand, der oder die alle technischen Fragen irgendwie abfängt oder zum Beispiel dann auch, wenn irgendwo der Hund bellt oder das Telefon klingelt, dann die Mikrofone ausschaltet. Genau. Das ist ein Setting, das wir ja auch schon gemeinsam erprobt haben in ähnlicher Form, gell? Die meisten Technologien bieten ja die Möglichkeit, dass man so quasi hinter dem Vorhang auch noch ein bisschen was erledigt, und noch zusätzlich miteinander kommuniziert. Das heißt, wir haben im Extremfall schon mit einem Viererteam gearbeitet, gell? Wo der Moderator noch einen zusätzlichen Service hatte, wo man einfach, wenn der Chat sehr schnell läuft, wenn wirklich sehr viel los ist, auch nur Themen bündeln kann. Also man kann wirklich mit einem Dreier- bis Viererteam ist man gut ausgelastet in einem großen Webinar. Ja, genau. Also Also man wirklich muss das nicht alles allein machen, ja. je nach Gruppengröße. Also 15 Personen oder so. Und wenn man schon erfahren ist, dann kann man das auch alleine alles gut machen. Aber natürlich insbesondere, wenn man anfängt, ist es sinnvoll, das zu zweit zu machen, zum Beispiel. Genau, wenn man anfängt, ich würde meinen, dass man auf jeden Fall eine Person für den Technik-Support extra hat, die dann zum Beispiel so einen Technik-Chat eröffnet und dort die technischen Fragen klärt,
so dass der Rest der Gruppe sich den inhaltlichen Fragen widmen kann. Ja, Genau. vielleicht technische Fragen kann man auch gut abfangen, wenn man im Vorfeld einen Testtermin anbietet. Also wenn man erwartet, dass dort einige noch unerfahrene Teilnehmende dazukommen, dann besser ein paar Tage vorher, Viertelstunde, kann man sich einloggen und Hallo sagen. Und dann kann man in der Regel dann auch störungsfrei starten. Es ist sehr wichtig, dass du das noch erwähnst. Ja. Für uns ist das in der Arbeit jetzt schon so selbstverständlich, aber es ist ein sehr wichtiger Tipp und hat sich schon vielfach bewährt. Ja. Wo kann man denn das jetzt alles lernen? Ja? Also ich denke, wir plaudern da so dahin. Man muss aber in der Praxis ja langsam hineinfinden in diese Aktivität. Hast du da vielleicht auch die eine oder andere Empfehlung, wie man da langsam hineinfindet oder wie man das lernen kann? Also natürlich gibt es Bücher. Es gibt eine Reihe von auch interessanten Weblogs, die darüber schreiben. Aber ich denke, wahrscheinlich interessanter ist es tatsächlich an Webinaren einfach mal teilzunehmen und dann auch ja, starten, das selbst zu tun. Und möglicherweise ist der Start erstmal eine interne Teambesprechung oder allein ein kurzes Arbeitstreffen mit Kollegen oder Kolleginnen. Und erst dann wird man das öffnen und im Bildungseinsatz dann auch verwenden. Das ist eine gute Idee, natürlich zuerst einmal mit eigenen internen Meetings zu beginnen und dann sich halt langsam sozusagen hinauszuwagen in das eigene Angebot, vielleicht erst mit kleineren Gruppen, wo die Veranstaltung einen großen sozusagen Präsenzteil oder Offline-Teil auch hat, ergänzend und dann, wenn man möchte, immer mehr auch sozusagen in dieses reine Online-Anbieten von Webinaren, wenn es für den jeweiligen Anlass passend und geeignet ist. Und man kann sich ja schon auch begleiten lassen. Ja. Also es gibt Einrichtungen wie Werde Digital und auch Conedo und andere, die dazu ja auch Beratung und Support anbieten. Gut, dann sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber David. Es gibt natürlich, wenn man dann in die Praxis des Webinar-Angebots hineinkommt, noch ein paar andere Dinge mit zu bedenken. Zum Beispiel, wie gestaltet man Anmeldungen, wie gestaltet man Teilnahmebestätigungen, vielleicht auch so ein Stück pädagogisches, didaktisches Konzept einfach für ein Webinar, der Aufbau, wo braucht es vielleicht einen Input, wo möchte ich interaktiv stärker arbeiten. Also all diese Dinge sind aber in der Regel für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen problemlos zu bewältigen. Insofern macht es wirklich Sinn, dass wir uns in diesem Gespräch einfach so auf ein Stück weit Technik, Raumgestaltung, Hardware, Software und einfach Moderationsfragen konzentriert haben. Vielen lieben Dank und ich hoffe, dass wir einfach noch viel gemeinsam in diesem Bereich auch tun werden und ein Webinar im Rahmen des eBMUG gibt es ja dazu noch, wo wir hoffentlich viele Teilnehmende wiedersehen werden. Wunderbar, ich freue mich schon.